Man muss hier ein bisschen differenzieren. Diese Technologie ist eine dynamische Technologie und ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass diese Technologie tatsächlich die prägende Technologie der Zukunft sein wird. Es gibt viele Fallstricke. Ich möchte die Frage vielleicht ein bisschen umformen und darüber nachdenken, was wir über KI wissen werden oder was wir über KI wissen sollen. Ich würde meinen, Wissen über KI wird sehr, sehr wichtig sein. Ich glaube, es wird sehr wichtig sein, weil diese KI-Technologie uns in den nächsten Jahren sehr stark prägen wird und auch den Stempel aufdrücken wird, Praktiken des Umgangs mit Wissen verändern wird. Und insofern wird das Wissen über KI, das wir als Menschen haben, glaube ich, ganz entscheidend sein. Und die Universität hat hier eine entscheidende Rolle auch oder eine entscheidende Verantwortung, auch dieses Wissen mitzuprägen, mit aufzubauen bei den zukünftigen Studierenden, aber auch bei den Lehrenden. Das ist ja etwas, das uns alle angeht, über KI Bescheid zu wissen und auch Fähigkeiten im Umgang mit ihr auszubilden. Wir müssen uns aus der Position der Lehrenden fragen, wie können wir überhaupt dieses Wissen aufbauen, dass Menschen in der Lage sind zu erkennen, wofür kann ich diese Technologie sinnstiftend oder gewinnbringend einsetzen, wo bringt mir das etwas, wo habe ich wirklich Vorteile, aber wo stehe ich vielleicht auch an und wo verleitet mich diese Technologie möglicherweise auch, etwas zu tun, was vielleicht selbst durchzuführen oder selbst zu tun besser gewesen wäre. Und insofern, glaube ich, ist eine der zentralen Herausforderungen, die Studierenden oder die Schüler und Schülerinnen oder generell die Menschen überhaupt erst einmal in die Lage zu versetzen, das selbst für sich entscheiden zu können. Wo bringt mir diese Technologie etwas und wo ist es aber auch problematisch, sie einzusetzen und welche Gründe sprechen eben dagegen, sie einzusetzen. Für meine Arbeitsprozesse oder für mein wissenschaftliches Arbeiten verwende ich es tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich weiterhin noch dieses Gefühl haben möchte, ich schreibe meine Texte selbst, ich möchte mich da auf niemand anderen verlassen. Ich würde eher sagen, dass ich mich neugierig damit auseinandersetze. Ich würde aber trotzdem meinen, dass der Trend, der passieren wird, die Integration dieser Technologie in ganz alltägliche Anwendungen sein wird, in die Programme, die wir schon verwenden, in die Geräte, die wir schon verwenden. Ich glaube, es wird so eine schleichende Integration geben und ich glaube, es wird in wenigen Jahren sehr selbstverständlich sein, dass wir alle persönliche KI-Assistenzsysteme haben, die uns hoffentlich unseren Alltag erleichtern und nicht aber das Denken für uns übernehmen und uns vielleicht in unserer Autonomie beschränken.